Moin Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge hier auf der Niemandsland im LS22. Ich konnte jetzt endlich ein bisschen vorarbeiten. Und wir sind im nächsten Ingame-Tag. Ich habe auch schon das Sägewerk soweit vorbereitet und die ganzen Paletten. Alle. Gut, jetzt funktioniert's. Die ganzen Paletten schon mal aus dem Sägewerk rausgeholt, dass wir auch wieder ein bisschen Bargeld machen können. Der Fermenter läuft immer noch, da sind 63.000 Liter drin. Da werden wir demnächst noch mal ein paar Liter reinmachen müssen, damit er weiterläuft. Also 63.000 Liter Stroh ist da noch drin, ne? 116.000 Liter Silage. Den Tieren dürfte es soweit auch gut gehen. Ich habe sie zumindest vor der Nacht noch mal gefüttert. Ja, den Schafen geht's gut. Die Kühe haben Kälber gekriegt. Cool. Den Kühen geht es soweit auch gut. 4.800 Liter Milch. Wir müssten mal wieder füttern, aber das gucken wir später auch nach. Die Hühner haben sich auch wieder fleißig vermehrt. Die brauchen jetzt definitiv viel, viel mehr Futter. Ja, da ist wieder Nachwuchs gekommen. Und den Pferden. Also, ne, ich glaube, angefangen haben wir mit, was waren die wert? 700, 800 Euro. Jetzt sind sie schon fast 1.300 Euro wert. Umso länger man sie hat, ne, umso mehr wert werden sie. Ich glaube, wenn sie dann irgendwann 60 Monate alt sind, dann steigert sich der Wert auch nicht mehr. Also irgendwann ist der Knackpunkt auch erreicht, wo das Pferd denn nicht mehr wert ist. Aber ich glaube, bis dahin haben wir noch ein paar Monate. Ausreiten müssen wir auf jeden Fall nochmal die Pferde. Ja. Der Silagehügel schrumpft auch. Und das nächste Feld ist reif. Wir können wieder Raps abernten. Ich weiß gar nicht, wie es gerade beim Händler aussieht. Ich habe da ehrlich gesagt gar nicht mehr nachgeguckt. Aber ich finde, da ist gerade nicht so viel Interessantes dabei. Von daher können wir das mal getrost beiseite liegen lassen. Die Ballen versuche ich nochmal aufzulösen und in den Fermenter zu kippen. Nee, das müsst ihr dann nicht alles mit ansehen, aber mittlerweile stören die mich doch und ich hatte leider nicht mehr die Zeit, das da reinzugeben. Und unser Silageberg im Bunkersilo schmilzt so langsam. Also es wird doch allmählich weniger. Ich denke mal, wenn wir so 30, 40 Folgen weiter sind, dann sind wir garantiert schon bei der Hälfte. Dann werden wir den irgendwann wieder auffüllen müssen. Vor allen Dingen, wenn wir auch weiterhin in die Tiere gehen wollen. Hier habe ich nochmal Mischrationen fertig gemixt, dass wir bei den Tieren auch gleich weitermachen können. Was ich allerdings jetzt nicht geschafft habe, ist die Wiesen nochmal zu düngen und die Silageballen runterzuholen. Das werden wir auch in den nächsten Folgen machen müssen. Unten sind die Ballen. Haben aber schon 46%, das heißt am nächsten Ingame-Tag können wir die auch verkaufen. Die werden wir nochmal zusammensammeln müssen, die Wiesen nochmal düngen. Unsere Rapsernte steht ja an. Damit entweder verkaufen oder Raps. Ich bin erstmal für die Rapsernte, dass unser Drescher wieder arbeiten kann. Und dann möchte ich mich natürlich auch noch bei euch bedanken für die Kommentare. So eine kleine PGA wäre gar nicht mal so verkehrt, finde ich persönlich. Die BGA, die ich mir rausgesucht hatte, kostet glaube ich auch nur 150.000 Euro. Dann hätten wir eine zusätzliche Einnahmequelle und Silage haben wir ja mehr als genug. Also das wird nicht allzu schwer sein. Und dann könnten wir die BGA auch immer füttern. Hätten eine zusätzliche Einnahmequelle, könnten also dann gleich noch mehr Geld verdienen. Und würde ich gar nicht mal so schlecht finden. Jetzt war ich aber ein bisschen weit weg vom Drescher, ne? Kann man denn, oder das kann man denn immer ein bisschen schlecht sehen.
So, jetzt sind wir aber dichter dran. Und jetzt wollen wir auch gleich oben in die Rapsernte starten. Dann hat er hier wieder zu kämpfen mit seinen geringen PS-Zahlen, aber beim letzten Mal hat er es auch geschafft, dann wird er es dieses Mal auch noch schaffen. Irgendwann, wenn wir Geld im Überfluss haben, dann machen wir aus dem 7T einen 9T und dann hat er hier mit der Steigung auch keine Probleme mehr. So, da wir aber noch was anderes vorhaben, möchte ich hier gerne jetzt einen Kurs wieder erstellen. Genau. Dann kannst du nämlich ganz in Ruhe weiterarbeiten. Genau. Wir schnappen uns mal den Ferguson. Der kann mal den Raps denn abfahren. Ach, wir haben sogar fast wieder eine Eierpalette voll. Ja, ich weiß, ich weiß. Aber ich bin nicht so schnell und ich kann nicht so schnell. Ich weiß, dass ihr Hunger habt. Aber noch habt ihr ja was drin. Ja, auch ihr wollt ausgeritten werden, ihr lieben Pferde. Ich weiß, ich weiß. So. Dann bringen wir jetzt erstmal den Hänger dahin. Dass der Drescher auch in aller Ruhe dann abtanken kann. Und dann können wir das Holz auf jeden Fall schon mal verkaufen. Allen einsammeln. Ja, da kämpft er sich gerade den Berg hoch. Also wäre natürlich schön, wenn er noch ein paar mehr PS hätte. Allerdings kostet die Aufwertung auch mega viel Geld. Also da müssen wir noch ein bisschen sparen. So, hier ist nichts Großartiges passiert. Die Bäume sind immer noch ja, gleich hoch, hätte ich beinahe gesagt. Was wir natürlich haben, ist jetzt auf unseren neu angepflanzten Feldern jede Menge Unkraut. Da müssen wir definitiv bei. Also, das ist ja Unkraut weg. Und dann nochmal hinterher düngen, dass wir da auch den vollen Ertrag mitnehmen können. Hier habe ich jetzt auch nicht mehr. Wurde auch nichts mehr gemacht, weil es war genug Holz noch im Sägewerk drin. Ich denke mal, zum nächsten Ingame-Tag sieht das anders aus. Da wird der Wald vielleicht auch schon weg sein. Muss ich mal schauen, wie viel das Sägewerk natürlich auch futtert, ne? Das kommt ja auch immer drauf an. Das Sägewerk soll ja auch laufen. Am besten natürlich durchgehend laufen. Und dann schauen wir mal, wie weit das denn schon runter ist. Jetzt holen wir uns erstmal ein bisschen Geld ab. Haben wieder gute 50.000 Euro auf der Uhr. Die würde ich auch gleich in Wartung investieren wollen, weil manche Maschinen sind echt so runtergewartet. Da wäre es ganz gut, wenn wir so langsam damit anfangen. So. Sind auch wieder 5.000 Euro weg. Getankt werden muss er jetzt nicht unbedingt. Das würde ich noch ein bisschen herauszögern wollen. Danke natürlich auch für den Tipp, dass wenn man hier das Schild bzw. den Pommesstumpf entfernt, dass die Steine und so verschwinden. Aber ich fände das echt angenehm mit den Steinen. Das ist so eine kleine Herausforderung wieder. Das macht für mich persönlich auch so ein bisschen die Niemandsland aus. Wenn ihr das natürlich möchtet, könnt ihr das auch gerne entfernen. Ich nehme denn für mich persönlich das als Challenge an und lasse die Steine hier drauf. So, jetzt wird er natürlich jedes Mal Probleme haben mit unseren neuen Hallen hier, wenn er drischt. Auch wieder eine neue Herausforderung, aber auch die nehme ich gerne an. So, dann könnten wir. Schafft der Deutz.
Die Hacke. Oder kippt er denn vorne über und macht Männchen? Müssen wir gleich mal testen. Ah, da ist die. Wenn er die schafft, würde ich mich ja natürlich sehr freuen. Ja, eben gerade so. Das ist cool. Pflegebereifung hat er auch drauf. Bräuchten wir jetzt noch nicht unbedingt, aber ist trotzdem schöner und angenehmer. Und dann kann der Deutz auf jeden Fall gleich weiterarbeiten, wenn wir ihn denn repariert haben. Das möchte ich vorher gerne machen, weil der ist schon ganz schön runter. Und das ist dann natürlich nicht mehr so schön. Sieht auch ein bisschen komisch aus, ne? Das Riesengerät hinter so einem kleinen Traktor, aber naja, wird man sich dran gewöhnen, ne? Einmal den, ach, der Dolz kostet ja fast gar nichts, 1500. Und die Hacke ist noch repariert. Dann können wir den Dolz aber noch mal betanken, nicht dass der stehen bleibt. Ich zeige euch auch gleich nochmal die BGA, die ich meine. Wenn ich sie denn da drin habe. In der Regel, beziehungsweise eigentlich müsste ich die da drin haben. Ich glaube, ich habe die beim letzten Mal schon gezeigt. Genau, das wäre die BGA, die kostet 150.000. Da können wir Rübenschnitzel reinmachen, Gülle. Silage und natürlich auch Mist. Habe ich noch die andere BGA mit drauf? Nein. Aber das wäre jetzt die BGA, die ich gemeint habe. Die könnten wir ja nutzen. 60 kW ist jetzt nicht allzu viel, wird auch nicht allzu viel Geld bringen. Aber doch schon ein bisschen. Und warum denn nicht klein anfangen und sich immer weiter steigern? Ne? Also das, wenn ich mir jetzt die BGA angucke. Die hat jetzt 99 kW, die ist aber auch gleich das zwei- bzw. dreifache. Und mit der kleinen BGA schaffen wir das ja sogar vielleicht, die Betriebskosten abzudecken. Also was heißt für mich Betriebskosten? Dünger, Saatgutkosten zum Beispiel, Reparaturkosten vielleicht. Wenn wir das Geld denn schon rein hätten, dann wäre das ja schon gar nicht mal so schlecht. Und man kann sich ja immer weiter steigern. Da ist ja kein Limit nach oben gesetzt. So. Lieber Deutz, ich möchte, dass du jetzt bitte anständig arbeitest. Dass mein Auge aufhört zu tränen, weil da ist gerade eine Wimper reingekommen. Ich weiß nicht warum. Da. Jetzt bin ich der einäugige Pirat gerade. Erster Wegpunkt bitte. Genau, dann fängst du mal bitte an. Du bist noch mitten dabei. Was können wir mit dir machen? Nee, den können wir zum Futter nehmen. Dann nehmen wir doch den Glas und sammeln die Ballen ein. Den Hänger lasse ich jetzt einfach mal so da stehen. Also was ich natürlich als nächstes anpeilen möchte, ist natürlich zum einen die BGA. Größere Tierställe, weil die dürften jetzt in naher Zukunft auf jeden Fall voll sein. Und ich möchte auf jeden Fall in die Erdfrüchte gehen. Warum Erdfrüchte? Weil wir uns dann auch Schweine halten können. Dann wäre der Stall nämlich auch voll besetzt. Dann hätten wir alle Tiere beisammen.
So. Ja, da ist noch nichts. Jupp, das klappt. Die Ballen stellen wir natürlich wieder hier links am Rand. Und lassen sie dann ganz in Ruhe weiter gären. Da bin ich gespannt, wie viele Ladungen das wieder werden mit der neuen Wiesel und dem Feld jetzt hier. Schauen wir mal. Ah, so, der erste Hänger ist voll. Ah, ich denke zwei Hänger kommen hier gar nicht hinten noch runter. Einmal bitte entladen. Wunderbar. Und nachdem wir das dann alles finanziert haben, würde ich auch gerne weiter in Fabriken investieren. Also zum Beispiel, ne, wenn wir in die Zuckerrübe oder Kartoffel gehen, oder lass es Karotte sein, da gibt es ja auch Produktion, die man dann nutzen kann. Also Karotte, Pastinake oder rote Beete. Damit kann man die Schweine, wenn ich richtig liege, hier auch füttern. Da gibt es ja auch Fabriken dazu, dass man daraus noch mehr verdienen kann. Oder noch einen höheren Gewinn erzielen kann. So rum. So rum wollte ich das formulieren. Genauso, wenn wir jetzt Kartoffeln anbauen, dann können wir ja die jetzt mittlerweile auch schon weiterverarbeiten oder in die Zuckerrübe gehen, daraus Zucker herstellen. Ja, also fast drei Hänger voll. Gar nicht mehr so schlecht der Ertrag. Beziehungsweise, ich finde ihn relativ gut. Und natürlich in immer mehr Landfläche. Dass wir irgendwann wie so ein Großbauer, hätte ich jetzt beinahe gesagt, Großgrundbesitzer, die ganze Map bewirtschaften können. Das ist so mein Ziel. So. Dann sammeln wir die restlichen Ballen ein und dann fahren wir auch gleich weiter zur anderen Wiese. Die sind nämlich auch alle gewickelt und dann können wir ganz in Ruhe hier die Wiesen düngen, dass sie auch wieder den vollen Ertrag abgeben. Die anderen Felder sind ja alle gedüngt, bis auf die beiden neu angelegten, also neu angepflanzten Felder. Aber da müssen wir erstmal das Unkraut entfernen. Das Schöne ist, wenn man hier mal runter guckt, die meisten Ballen sind alle darunter gerollt. Da ist ein Flüchtiger. Ein flüchtiger Silageballen. Der wollte wohl nicht verkauft werden. Ja, die meisten Ballen sind darunter gerollt, dass man da einfach nur einmal lang fahren muss. Dann hat man relativ schnell den Anhänger auch wieder voll. Ist auch wieder so eine kleine Zeitersparnis. Kriege ich beide? Nein, ich kriege nur einen. Ja, dann schiebe ich jetzt die anderen hier vor mir her. Ja, zack. Euch drei möchte ich aber auch gerne noch mitnehmen. So, vier Stück noch. Also ihr könnt schon sehen, hier kommen auch einige Hänger bei runter. Können wir ja gleich mal schauen, wie viele Hänger das insgesamt sind bei den beiden Wiesen. Aber das gibt natürlich auch wieder ordentlich Geld. Die Silage in dem Fermenter würde ich gerne jetzt noch nicht verkaufen wollen.
Zum einen passen da 2 Millionen Liter rein. Und zum anderen glaube ich noch nicht, dass wir die 150.000 Euro zusammenkriegen würden für die BGA. Und bevor der Daumen juckt und ich den hohen Kontostand sehe, würde ich doch ganz gerne noch ein, zwei Ingame-Tage warten. Und vorher noch die Strohballen natürlich in den Fermenter geben. Und vielleicht wäre ja denn auch noch das Biomasse-Heizkraftwerk drin, was sich ja auch gewünscht wurde. Ja, habe ich nicht vergessen. Da habe ich ein Gedächtnis wie ein Elefant und sowas vergesse ich denn auch nicht. Da bin ich dann immer ganz bei euch und behalte mir dann auch solche Sachen. So. Der Deutz braucht aber ein bisschen länger zum Striegeln, ne? Der wird bei den beiden Feldern garantiert nur zwei, drei Folgen dabei sein. Er hat ja aber auch alle Zeit der Welt, also ich möchte ihn jetzt nicht hetzen. Mir ist lieber, er macht seine Arbeit anständig und sorgfältig, als dass er denn da rumschludert. So, auf in den vierten Hänger. Wenn wir fünf Hänger zusammenkriegen, dann haben wir ja wieder einen ordentlichen Geldbetrag auf jeden Fall auf dem Konto. So. Das nochmal schön einsammeln. Die Silage aus dem Fermenter kommt natürlich lose raus. Das heißt, wir müssten, wenn wir den dann leer machen, ein paar Mal mit dem Kipper auch fahren. Aber ich finde das jetzt nicht allzu tragisch. Vielleicht ist ja auch bis dahin beim Shop ein großer Hänger dabei, der uns das dann alles ein bisschen erleichtert. Oder vielleicht auch reizvolle Angebote. Also ich könnte jetzt fast wetten, ein Ballenanhänger liegt hier noch. Dann hätten wir ordentlich was an Silage zusammen natürlich, die wir verkaufen können. Das ist dann natürlich auch wieder mega cool. Ja, wenn wir die Ballen natürlich runter haben, kann der Klaas schon mal anfangen zu düngen. Und mit dem Fendt können wir spätestens nächste Folge anfangen, nochmal die Tiere zu versorgen, damit die auch genug Futter bekommen. Beziehungsweise natürlich weiter wachsen und gedeihen. Ja, zack. Einmal bitte. Die anderen Ballen wollte ich jetzt nicht umschmeißen. Ja, der Drescher ist auch fast fertig mit dem Feld. Da kommen einmal noch die Ballen runter. Das wäre schön. Wir sind zwar schon wieder bei 24 Minuten, aber ich hätte gern trotzdem die Ballen nochmal von der Wiese. Und dann können wir in der nächsten Folge düngen. Also ganz in Ruhe düngen und Tiere versorgen. Und natürlich die beiden Felder hier. Dann hat der Deutz auch ein bisschen Vorsprung. Und das wäre ja gar nicht mal so verkehrt. So, letzte Hänger. Dann hätten wir fünf. Naja, volle bzw. fast volle Hänger mit Silageballen oder Heuballen immer.
was ja gar nicht mal so schlecht ist. Dich möchte ich noch mitnehmen, wenn ich die Kurve hinkriege. Ja, genau. Hier liegen noch mal 4 Stück. Da liegen auch noch 4 Stück. Da haben wir 16 Ballen. Da fehlen 8. Nee, fehlen ein paar mehr, ne? Ja. Fehlen ein paar mehr zum vollen Hänger. Aber nicht so schlimm. So, dann würde ich mich wieder bei euch bedanken fürs Zuschauen. Heute kommen ja ein paar mehr Folgen. Wer darüber noch nicht Bescheid weiß, gerne nochmal den Beitrag überfliegen, an den ich reingepostet habe. Dafür, dass ich das gestern ja nicht geschafft habe, Folgen aufzunehmen und zu veröffentlichen. Kommt heute, wenn ich mich recht entsinne, jede oder alle 2 Stunden eine neue Folge. Also von 12 angefangen. Ne, 12, 14, 16. Ich glaube, 18 Uhr kommt die letzte. Habt ihr denn die breite Auswahl, was ihr denn gerne möchtet? Ich bedanke mich bei euch natürlich auch für die fleißige Unterstützung eurerseits. Wer natürlich neu ist, gerne ein Abo dalassen. Vielleicht auch ein Like, wenn euch die Folgen gefallen. Oder die Folge. Und dann freue ich mich, vielleicht ja auch mit euch zusammen auf die nächste Folge. Bis dahin, ciao, ciao, macht's gut. Lasst euch nicht ärgern und genießt natürlich den Tag. Bis denne.